Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum FIFA 15 Karrieremodus Let's Play. Und wir hatten ja wirklich das Spiel gegen Sandhausen, die wir wieder in der Nachspielzeit zugeschlagen haben und hier das 1-0 gemacht haben über Adlung, der dann das Ding einfach reingemacht hat, was uns zuvor nicht gelungen ist. Heidenheim gewinnt übrigens gegen Braunschweig, haben wir eben noch gesehen. Und somit haben wir unseren Vorsprung hier ausgebaut natürlich. Und haben hier 14 Punkte Vorsprung auf Braunschweig jetzt, was wirklich sehr, sehr deutlich ist. Aber wir hatten ja auch halt im Spiel gegen Sandhausen eben viel Dusel, das muss man auch sagen. Wo wir uns dann, ja, in der Nachspielzeit einfach durchkämpfen, wo Kotje zum Glück nur in Anführungsstrichen 8 Tage fehlen, da habe ich irgendwie schon was Schlimmeres befürchtet. Und auch nur eine Ellbogenverletzung. Also das geht noch. Damit können wir leben, auf jeden Fall. Das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn sie irgendwie 3 Monate oder so da gesprungen hätten. Das wäre echt mies. Ja, und sehen hier noch zwei Nachrichten von Spielern. Die nächste Transferphase. Bülow ist nicht zufrieden und will auch nicht festsitzen, sagt er hier. Und nicht in die Mannschaft berufen werden, also möchte den Verein verlassen. Ja, auch eher einer der Kandidaten, die ich abgeben wollte, auf jeden Fall. Weil er halt einfach nicht so zum Zug kommt. Ich will mir dann eher da noch einen jungen Spieler ranholen, dem ich dann immer wieder die Chance geben kann. Weil ein Kagelmacher und Schindler kommt er einfach nicht vorbei für mich. Und ein Valori steht dafür auch noch vor ihm. In meinen Augen, also von dem her, dann eher noch einen Jungen ranholen. Auch Valori eher einen Kandidat, von dem wir uns dann, zumindest mal einen Wackelkandidaten, wo wir uns eher von trennen werden irgendwann. Vielleicht jetzt nicht im Winter, aber zum Sommer vielleicht schon eher. Kovac bedankt sich übrigens noch für die Chance. Ja, die wir ihm natürlich gerne gegeben haben, weil wir auch einfach mal ein bisschen rotieren wollten, mehr oder weniger. Und gehen hier weiter in Richtung zum nächsten Spiel, wo wir dann gegen den FSV Frankfurt spielen. Zu Hause mal wieder. Ja. Und Düsseldorf muss da irgendwie nachgezogen haben, aber 11 Punkte Vorsprung auch auf die mittlerweile. Das ist schon echt krass. Sandhausen noch auf die 13 abgerutscht, sieht man. Und ja. Ansonsten Bochum mal wieder einen Dreier eingefahren, den jetzt 12 Punkte. Aber sonst braucht man da auch nicht unbedingt näher drauf eingehen. Gut, Nürnberg nochmal rangerückt ein bisschen. Da sind es jetzt nur noch 5 Punkte, aber halt noch alles relativ, wie sich das noch entwickeln wird. Und da werden wir auf jeden Fall mal aufmerksam dranbleiben. Bin ich mal noch gespannt. Union Berlin halt ein bisschen abgerutscht, die waren schon ein bisschen höher, aber Düsseldorf setzt sich da mehr oder weniger auf der 2 fest, muss man sagen. Die sind da echt schon jetzt eine Weile. Ja, um den Relegationsplatz kloppen sich halt die anderen Teams. Wir werden wohl unangefochten auf der 1 bleiben, 37 Punkte aus 13 Spielen. Nur einmal mussten wir Punkte abgeben. Und das ist schon echt brutal, muss man schon sagen. Aber ich bin damit auch mehr als zufrieden, wirklich. Weil, gut, da gibt's sowieso. Mit der Punkteausbeute kann man eigentlich nicht unzufrieden sein, aber auch spielerisch gibt es bei uns nicht mehr viel Luft nach oben. Auch wenn wir zuletzt ein bisschen geschwächelt haben. Adlung will wieder dabei sein, ganz klar. Wird er auch. Und wir ja, machen jetzt hier die Aufstellung auch mal fürs Spiel langsam. Kotje müssen wir herausnehmen. Wir bringen dann einen Hein dafür, aber ich bringe Mulic dann auf die Kotje-Position, dann passt das. Vollmann werden wir wieder rausnehmen. Alter, was leckt das gerade so? Ich kann irgendwie bei den Spielern abwählen, habe ich voll das Problem gerade. Nee, bringen Adlung für Vollmann. Weigel nehmen wir auch wieder raus. Dafür holen wir dann wieder einen Stahl rein, genau. Hier, Bandowski hat sich übrigens weiterentwickelt. Jetzt sind 64 statt eine 63. Fällt mir gerade so auf. Wolf holen wir auch wieder raus. Bringen dafür. Wer war da drin? Ach ja, Simon, genau. Und ja, das passt dann. Man müsste sich auch sogar weiterentwickelt haben. Der hat, glaube ich, nur eine 67 vorher gehabt. Also bringen wir den auch mal für Bandowski, weil er auch eine gute Form hat und sowas. Und ansonsten war es eigentlich wie gewohnt gut Kovac. Den kann man wieder rausholen. Bringen dann dafür wieder einen Anger. Aber Kovac gefiel mir eigentlich relativ gut. Und deswegen werden wir den auch nochmal mitnehmen. Fragt sich nur für wen. Ja, lassen wir nur Kotje draußen, aber wir müssen ja eigentlich einen Stürmer mitholen. Von dem her nehmen wir dann den Wandowski erstmal fürs nächste Spiel raus. Der kann dann mal ganz aussetzen. Aber gut, wir haben ja auch keinen. Doch, Rodri können wir dann mitnehmen. Dann haben wir noch einen Stürmer auf der Bank. Den müssen wir dann ja mehr oder weniger mal berufen.
Auch wenn ich wirklich nicht unbedingt ein Fan von ihm bin und vielleicht schon merken konnte. Aber egal. Nee, und dann passt das. Da werden wir dann so ein Spiel eigentlich eingehen, weil dann haben wir wieder die Elf, wie es eigentlich vorher auch war. Und spielen dann gegen den FSV Frankfurt zu Hause, die wir definitiv ernst nehmen müssen. Auch wenn ich das irgendwie jedes Spiel sage. Aber es ist bei denen, trifft es wirklich gut zu. Die sind auf dem 7. Platz bisher. Was für deren Verhältnisse echt stark ist. Und könnten zumindest theoretisch mit einem Sieg gegen uns, auch wenn es wirklich unwahrscheinlich scheint, zumindest mal wieder richtig ranrücken, auf 22 Punkte kommen und da auf Braunschweig Druck ausüben. Wenn die mal patzen sollten, dann sind sie sogar richtig dran an dem Relegationsplatz zur Bundesliga. Und deshalb müssen wir da aufmerksam sein. Die werden sich wirklich alles abverlangen, werden gegen uns da 120% geben, um da irgendwie Punkte mitzunehmen. Ganz klar. Auch gerade weil es Big Points für die wären. Nur überlegt, dass uns keiner Punkte bei uns richtig geholt hat. Ich gehe jetzt nochmal kurz in den Kalender gucken. Will ich mal gerade sehen, gegen wen wir jetzt noch alles spielen müssen, bevor dann erstmal Pause ist. Auf jeden Fall noch danach in Heidenheim. Und dann zu Hause gegen Kaiserslautern. Das wird ja auch ein heikles Spiel. Das wird auch nicht einfach. Und dann ist erstmal Pause. Und dann geht's weiter in Fürth und dann in Kaiserslautern schon wieder. Also das ist dann nur ein Spiel dazwischen, was nicht Kaiserslautern ist. Und dann müsste sogar die Rückrunde sein. Wenn ich jetzt nicht ganz irre. Gut, dann kommt auch schon der FSV Frankfurt. Ne, 1, 2, 3. Fürth müsste dann das vierte sein. Dann müsste die Hinrunde eigentlich vorbei sein. Ja, dann haben wir 17, dann passt das. Genau, dann ist die Hinrunde vorbei nach dem Fürth-Spiel. Also, und dann kommt schon wieder Kaiserslautern. Irgendwie schon komisch. Aber egal. Und ja, werden dann hoffentlich gegen Frankfurt wieder 3 Punkte einfahren. Bin bisher wirklich immer noch, habe ich es schon länger nicht mehr gesagt, aber wirklich hochzufrieden. Und ich hoffe, ihr seid es auch, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen zum Langweiler wird, aber ich kann halt nichts dafür. Wenn es halt wenige Teams gibt, die uns da was entgegensetzen können. Spielen ja schon auf Legende. Von daher gibt es da keine Luft mehr nach oben mit einem Schwierigkeitsgrad oder sowas. Und von dem her werden wir dann gegen Frankfurt hoffentlich die nächsten Punkte holen. Ja, und den nächsten Schritt Richtung Bundesliga machen. Wobei man das auch mittlerweile schon ersparen kann. Das ist eigentlich nur noch Formsache. Mal überlegt, gut, mal rechnen wir mal kurz noch. Wo ist die Tabelle? Hier. Wir brauchen 65, das sind dann noch 23, 28 Punkte aus 21 Spielen. Also von daher, das ist nicht viel. Wenn man mal unseren vorigen Schnitt beachtet, kann man das locker noch hinkriegen und dann, ja, ist für uns eigentlich fast nur eine Formsache, da noch aufzusteigen nach so einer Vorlage nach 13 Spielen. Also von dem her können wir da wirklich zufrieden sein und hoffe, dass ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen und wenn es dann gegen Frankfurt rangeht, seid ihr hoffentlich wieder dabei. Also, ciao, ciao.